Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Limbo. Beim letzten Mal sind wir ganz knapp dieser Spinne entkommen. Und, oh Gott, it was a trap. Jetzt sind wir hier unten. Okay, so. Aua. Okay. Gut, habe ich hier irgendwas, was ich anheben kann? Nein. Schau ich erstmal. Hier auch nicht. Muss ich dann einfach da dran springen und dann ganz schnell... Keine Ahnung, ob das der richtige Weg war, aber es hat funktioniert. Deswegen denke ich mal, war es der richtige Weg. Dann jetzt noch da hochspringen. Okay. Und weiter geht's. Ja. Und hoppa. Und hups. Okay, du brichst definitiv ein, wenn ich da hingesprungen bin. Das heißt, schnell hier rüber. Okay. Das läuft doch schon ganz gut. Autsch. That escalated quickly. Puh. Das heißt, ich muss jetzt hier hinspringen und dann hochspringen, ja. Gruselige Musik. Schon wieder ein Nein, diesmal ist es nur eine Marionettenspinne. Okay. Interessant. Eine Spinnenpuppe quasi. Hey, hey, wer bist du? Irgendwas noch machen kann. Kann ich den Hebel bedienen? Kann ich echt. Aber ich kann dann irgendwo hochspringen. Hätte ja sein können, dass das jetzt zu irgendeinem Secret führt. Und darüber. Vermutlich kann ich über die Reifen drüber springen. Nope, kann ich nicht. Das heißt, ich muss wirklich rechts nach da links ausweichen. Da kommt schon angerollt. Da muss dahin zurück. Und es brennt hier die ganze Wiese. Okay, die wollen mich wirklich nicht hier haben. Geht's sehr gut. Au. Ich hab's schon gesehen, aber ich wusste nicht, wann die jetzt da runterkommt. Hier zum Beispiel kommst du nicht runter. Ach, verdammt! Muss ich hier einfach durchspringen? Nein.
Das heißt, hier jetzt das Ding auslösen. Und dann schnell nach links abhauen. Ah. Vielleicht erst das Ding auslösen. Ausweichen, hinterherrennen und dann dem ausweichen. Okay, jetzt haben wir es aber. Kann ich bitte da hochklettern? Danke. Hey, nicht das Seil einholen. Das ist unfair. Fallen kann ich nicht mitnehmen. Okay. Au. Oh, nee. Kann ich hier irgendwie Ach, ich kann den Baumstumpf da reinschieben. Schneller. Warten, bis die Spinne da ist. Ah, ah. Die Spinne macht einem wirklich Angst. Ich entkomme dir. Kann ich den Stock da wegnehmen? Nein. So. Dann begraben wir jetzt mal die Spinne. Nimm das. Ah, noch ein Bein ab. Geht's da irgendwo runter? Nein. Man kann ja mal schauen. Man weiß es nie, bis man es überprüft hat. So. Ich frage mich ja, ob wir jetzt hier noch weitere Kinder finden, die hier im Wald ihren Mörderspielplatz haben. Und wann wir die Spinne das nächste Mal wieder sehen. Frage beantwortet. Kann ich darüber springen? Nein. Versuch was wert. Ah, ah. Du hast nur noch ein Bein? Ah. Ha. Ha. Keine so große Herausforderung mehr. Die Schelle habe ich schon mal gesehen. Irgendwo. Ah. So. Na, was sagst du jetzt? Nicht mehr so überaus mächtig. Komm. Jetzt können wir nämlich unseren Erzfeind nutzen, um weiter voranzukommen. Ich würde mal sagen, damit hat sich das Spinnenkapitel beendet. Ah. Lebst du noch?
denke mal nein. Du reißt ab, wenn ich hier hochkletter. Für dich. So. Und dann schieben wir dich mal da vorne hin. Hallo. Okay, was war das? Kann ich auf die Leiche da springen? Okay, was bist du? Jemand, der hier einfach in den Tod läuft. Alles klar. Das Horn kann es aber auch übertreiben. Aua. Aua. Und ich muss da unten hingehen, um das auszulösen. Kann ich von da unten irgendeine Leiche mitnehmen und da oben rein und werfen? Ja. Buddy. Patsch. Okay. Da hockt einer. Wieder so eine. Okay, ich dachte, das in der Mitte wäre der Knopf. Aber nein, das in der Mitte ist die Plattform, auf der ich stehen darf. Nein, es gibt hier keine Plattform, auf der man stehen darf. Habe ich hier wieder irgendeine Leiche zum Mitnehmen? Kann ich dich mitnehmen, Buddy? Nein. Wieder rausgehen funktioniert nicht. Muss ich dann doch in der Mitte landen und habe es gerade einfach nicht gut angestellt? Ja. Okay. Dieses Spiel ist ziemlich mies. Aber sehr gut gemacht auch. Kann ich den Sprung schaffen? Ja. Ah, oh. Glasrohre. Autsch. Was ist falsch mit den Kindern hier? Andererseits bin ich auch eins von diesen falschen Kindern, das heißt... Ich sollte mir vermutlich keine, nicht zu viele Gedanken machen. Okay. Ich nehme an, ich muss einfach alle Hindernisse dann jetzt einmal noch rückwärts passieren.
Scheinbar. Da darf ich nicht durch, ich verstehe. Und das muss ich aufziehen. Dadurch komme ich dann dadurch. Und dich muss ich dann vermutlich bis zum Ende hindurchschieben, oder? Ist hier hinten zufällig ein Secret? Das heißt, ich muss das ganz hochziehen, dann runterspringen, dann auf den Wagen, vom Wagen das Seil dann nochmal anziehen und dann habe ich es geschafft. So, ziehen wir dich erstmal hoch, bis es nicht mehr weitergeht. So, und runter, springen und nochmal springen. Aber ich hab's geschafft. So, jetzt ziehen wir dich ein bisschen hoch. Nicht weit genug. Aber mit dir habe ich mehr Zeit, als ich erwartet hatte. Okay, dann nochmal von vorne. Dich bis ganz nach unten ziehen. Beziehungsweise dich da hinten bis ganz nach oben ziehen. Und komm, ich schaff das. Gerade noch erwischt. So, jetzt zieh ich dich hoch. Und jetzt flitze ich los. Geschafft. Uhu. Und wir sind schon wieder bei 18 Minuten. Ich glaube, ich beende dann an dieser Stelle mal den Part. Bis zum nächsten Mal.